Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei Super Mario 3D World und wir machen hier weiter mit dem 2-3 nicht. Nee, wir machen erstmal hier oben weiter mit 2-2. Ich hoffe, das ist 2-2. Ich musste dafür jetzt Sterne zahlen. Ja, ist 2-2, musste man aber erstmal freikaufen. Keine Ahnung warum. War so eine Bowser-Statue. Muss ich mitleben? Kann ich mitleben. Das ist schon in Ordnung. Was passiert jetzt hier? Nee. Ach Quatsch. Das muss ich aktivieren, indem ich aufs Gamepad tippe. Warum das denn? Geht es jetzt wieder runter? Ja, aber ich kann auch hier auch hochlaufen. Das verstehe ich nicht. Moment, bevor wir jetzt hier einfach stumpf weiterlaufen, gucken wir uns eventuell für grüne Sterne um. Aber hier ist, soweit ich das sehe, noch nichts. Ja gut, aber das ist ja voll umständlich, jetzt extra da auf das Gamepad zu tippen. Boah, WTF, was bist du? Die sehen... Nein! Oh. Ja gut, jetzt muss ich drauf tippen. Oh, okay. Ja, wenn das so aussieht, dann macht es schon... Oh, ah, okay. Ich sehe schon. Wenn es so ist, macht es natürlich schon Sinn, da drauf zu drücken. Wollte gerade sagen, ich bin jetzt nicht tot, oder? Kann ich den Wandsprung einfach machen? Ja, dann brauche ich da nicht drauf drücken. Weil mein Mikrofon ist natürlich ein bisschen im Weg. Ne? Ich sehe das den Bildschirm auf dem Gamepad gar nicht so richtig. Der Goomba sieht ziemlich cool aus. Also, ich weiß nicht. Ist es ein besonderer Goomba oder sehen die jetzt einfach so aus? Okay. Ach, das ist ja krass. Jetzt kann ich mir hier so Treppen bauen. Aha. Interessant, interessant. Da oben ist ein... Da oben ist ein grüner Stern, ja. Ah, da kann ich doch eigentlich auch den hier machen. Es tut mir leid, wenn das gerade ein bisschen doof klingt, aber ich bin halt... Ich muss halt aufs Gamepad gucken dafür. Ja, man konnte das auch ganz einfach lösen, indem man einfach Wandsprünge macht. Oh, nicht pusten, aber ich habe gerade Kommentare gelesen, also nicht bei mir, sondern bei fremden Leuten. Ja. Hä? Ich habe gar nicht gepustet. Manchmal ist es ein bisschen verbuggt. Aber da wurde mir gesagt, einfach da, wo Mikro steht, wo steht denn eigentlich Mikro? Wo ist ein Mikro? Da, irgendwo. Einfach mit dem Daumen gegen tippen. Ja, das funktioniert auch. Oh, jetzt habe ich hier die ganze Zeit so Interaktion mit dem Gamepad, deswegen ist wahrscheinlich der Sound jetzt voll kacke und durcheinander. Irgendwo hier ist Mikrofon da. Zack. Sehr schön. Kleine Goombas. Wie? Hallo? Ist das jetzt hier... Hä? Ah, da ist so ein... unsichtbare Blöcke wieder. Ich weiß nicht warum. Nur einer? Da waren noch mehr, oder? Ich wollte gerade sagen. Ach, die kommen rausgefahren. Hm, komisch. Muss ich hier jetzt auch wieder ein Mikrofon? Scheint so. Wow, es war knapp. Ach so, das ist hier die Ausgangsstellung. Und hier kommen wir in die Wolken. Extra Stage oder Bonus Stage. Den Stern sollte ich natürlich auch einsammeln. Erinnert natürlich sehr an Super Mario 3D Land, was übrigens auch auf meinem Kanal jetzt irgendwann dann startet. Ich habe überlegt, ob man das, ob es Sinn machen würde, das parallel laufen zu haben. Ich glaube, wir werden uns da einfach abwechseln. Also ich werde erstmal Super Mario 3D World spielen. Wenn das vorbei ist, dann könnte man über Super Mario 3D Land sprechen. Und wenn das dann auch noch irgendwann mal vorbei ist, dann wahrscheinlich New Super Mario Bros. 2. Aber naja, ich weiß das noch nicht ganz genau, wie ich das mache. Da gucken wir einfach mal. So, und jetzt gehen wir hier runter, weil da ist ein grüner Stern. Das war natürlich sehr offensichtlich für so einen Pro-Gamer wie mich. Komme ich da jetzt hoch? Nee, aber... Nein. Meine Zeit geht aus, ne? Aber 100 Sekunden, das ist hier... Das ist immer noch ein bisschen. Ne, das ist, da müssen wir uns jetzt noch nicht stressen, wenn die auf 20 ist. Dann können wir uns natürlich stressen, aber... Vorher müssen wir da jetzt echt nicht Pipi in die Hose machen. Nein! Oh! Ja, okay. Oh! Fuck.
Nein! Ich bin so blöd. Ich habe nicht hingeguckt. Ich dachte, ich... Oh, nein. Na, das ist ein bisschen umständlich mit dem Mikro, ne? Vor der Fresse. Das muss ich dann doch sagen. Das ist, hinderlich. Hinderlich, ja. Oh, und diese scheiß Pusten, ey. Die scheiß Pusten. Ja, mach. Oh, fuck. So. Und pusten. Dankeschön. Zurück. Und rüber. Und schon mal ganz außen hinstellen. Pusten. Rüber. Und dann danke. Ab zur Wolke. Los geht's. Wolke. Kennt ihr Wolke Hegenbart? Heißt die Hegenbart? Ich weiß es gar nicht. Boah, das ist eine sehr schöne Frau. Ich hatte heute... Fangen wir mal wieder mit ein bisschen Off-Topic an, ne? Ich habe mich jetzt in den letzten Parts wirklich ein wenig zurückgehalten und habe versucht, Gutes On-Topic zu kommentieren. Und, weil Wollo sich ja immer beschwert, du kannst in den ersten Parts nicht, ne? Und, naja, wie man sieht, hat es nichts gebracht. Ich habe ein D-Abo gemacht an dem Release-Tag von diesem Spiel. Von daher, ne? Ja. So viel dazu. Ich kann sowieso machen, was ich will und tun, was ich will. Ich habe immer das Gefühl, ich habe einfach überhaupt gar keinen Einfluss auf... Ich habe einfach keinen Einfluss auf meinen Kanal, ja. Das ist meine subjektive Wahrnehmung. Und natürlich stimmt die, ne, da müssen wir nicht drüber reden. Meine Wahrnehmung ist die... Meine subjektive Wahrnehmung ist logischerweise die objektiv... Meine subjektive Wahrnehmung entspricht der Objektivität. Das möchte ich doch so einmal festhalten. So, zack, zack, zack. Du auch. Nein, nein, nein. Okay, okay, okay. Ich hab's mir doch anders überlegt. Oh, das ist so schwierig. Nein, nein, nein. Ich hab's mir anders... Ja. Und rüber. Und zack und zack. Und ab und jetzt ein Weitsprung. Nein. Nein. Wie mache ich denn einen Weitsprung? Ja, so. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich kann ja hier einfach den oberen betätigen. Dann mache ich einen Wandsprung da hoch. Und jetzt ein Weitsprung. Ah, ist noch die goldene Fahne. Ist der Wahnsinn. Ah, Mann, ey. Also, das macht Spaß, aber es ist ein bisschen hinderlich mit dem Mikrofon vor der Fresse. Deswegen tut mir leid, wenn sich das hier ein bisschen schräg auch anhört, weil ich mal ein bisschen lauter, leiser bin oder so. Der Popschutz nicht richtig vor mir ist, ne? Ja. Ich hab ja wieder Uni. Und, oh boah, also was heißt, ich habe wieder Uni? Was laber ich eigentlich für eine dumme Scheiße? Ich bin heute in der Uni. Wenn ihr das seht, dürfte ich in der Uni sein, weil ich habe ja Samstag Uni. 8 Stunden Blog-Seminar. Ja, vielleicht halte ich gerade ein Referat, wenn ihr das seht. Es könnte ungefähr hinkommen. Ne, aber, naja, die wenigsten, ist auch egal. Auf jeden Fall war ich auch gestern in der Uni. 8 Stunden Blog-Seminar. Und, boah, da saß mir eine gegenüber. Oh. Also so das also ich bin ja Lehramt, aber da sind natürlich viel, also das Lehramtsstudium hat so seine Vorteile, weil da sind einfach so viele Frauen. Hä? Muss ich auf meinen Schatten aufpassen? Oh, das ist interessant. Ich kann bestimmt irgendwas mit meinem Schatten machen. Kann ich hier draufklicken? Nein. Er sieht so ein bisschen aus, als könnte man diese Steine hier rausfahren oder mit dem Schatten auf die Steine drauf. Verstehst du? Ist da oben was? Nee. Okay. Okay, das ist sehr interessant. Ziemlich geil. Ich bin gespannt, was das so... Ich bin gespannt, was das für einen tieferen... Also, ja, ob das einen tieferen Sinn hat. Ach so. Boah, ach so. Das ist ja mega. Ja, Schattenspiele und so. Ja, ich habe natürlich den Stern gesehen. Und musste erst nicht, hä? Wusste natürlich nicht, dass man da irgendwie in die... Ne, wusste ich nicht, dass man da einfach so... Nein, oh, ich lebe noch. Krass. Okay, okay, okay. Naja. Jim. Das ist sogar, es ist sogar krass verwirrend, weil du denkst, die Schatten können dir schaden. Oder du denkst halt, dass du mit dem Ding auf einer Ebene bist, dabei bist du es ja nicht, weil du siehst ja nur den Schatten an der Wand. Ne, das ist wirklich cool.
Ich bin auch sehr gespannt, wann so die erste, der erste Level kommt, wo wir dann mal nicht alle drei grünen Sterne bekommen. Ja, ein Stempel fehlt uns ja schon, aber so grüne Sterne haben wir bis jetzt. Oh, jetzt sind wir der Schatten. Das ist ja der Wahnsinn. Sorry. Ich will dich erstmal töten. Okay. Ach, du bist noch nicht tot. Kann ich von hier rein? Muss doch irgendwie da reinkommen. Da waren ja Münzen. Ah, wunderbar. Ja, darauf hätte ich kommen können. Bin ich auch. Okay. Ach, das war eine Tür. Oh, das ist ja... Ich bin ein wenig geflasht. Tut mir leid, wenn ich ein wenig ruhig bin, aber... das waren jetzt Gegner, oder wie? Was denn? Ach so. Oh. Ja, krass. Also wirklich. Das ist ja mal... Also wo ist denn das Minus? Ach so. Selected. Nein, nicht in die Piranha-Pflanze fallen. Also ich find's krass. Tut mir leid. Mich kannst du mit sowas begeistern, ja. Ich weiß nicht, wie es andere Leute sehen. Da ist Bowser. Hä? Also, was soll ich hier machen? Hä? Ach so! Ah! Ja, natürlich! Ich habe die ganze Zeit überlegt, hä? Wo ist denn der Bowser? Ist der unsichtbar? Aber ne, Schattenspiel und so. Im Hintergrund. Oder im Vordergrund. Da, wo man es nicht sieht. Ich habe alle drei Sterne und den Stempel. Wunderbar. Aber dass da ein Durchgang ist, das sieht man natürlich. Und mit der Tür komme ich nach oben. Komme ich aber auch so. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ah, okay. Komme ich einfach nur mit nach oben. Noch irgendein Secret auf dem Dach? Nee. Sind ja natürlich Secret Hunter, ne? Das ist ja ganz klar. Also die ist ja ganz, ganz, ganz bewusst so gewählt worden von mir. Zack. Ich hätte vielleicht nochmal in den Bäumen gucken sollen, ob da noch irgendwas Cooles ist, aber wir wollen jetzt hier auch nichts riskieren. Level geschafft, wunderbar. Das ist jetzt das zweite Level, das wir geschafft haben. Ja, machen wir noch ein Level in dem Part, machen wir noch. Ist jetzt auch viel zu kurz, der Part so. Oh, eine Piranha-Pflanze, sehr schön. Mir gefallen die Stempel sehr cool. Ja, das ist ein toller Satz, Kornel. Toller Satz, das ist, du bist ein Germanistikstudent. Das merkt man auch, ne? Das merkt man mir einfach an, das ist immer durch und durch, das ist in mir drin. Ja, da kann ich gar nichts gegen machen, das ist einfach, ja, das ist, Talent. Oder so. Naja, auf jeden Fall war ich in der Uni heute und da war eine, also mir gegenüber saß eine Frau. Eieiei, du dachtest, also, ne? Ich dachte mir nur so die ganze Zeit, kennt ihr das Lied von Eure Mütter bestimmt, ne? Hier, Eure Mütter kennt ihr ja, so, sind so drei Komiker, so eine Komiker-Band, also was, das sind Komiker, aber die machen halt auch Lieder und, die haben so ein Lied, ne? Was du denkst und, was du sagst oder so. Und dann gibt's da halt einfach nur diesen Abteil, wo er sagt, deine Tüten, deine Tüten, deine Tüten, deine Tüten, wenn ich mit dir anfange, denkst du nicht mehr ans Verhüten, oh. Ja, und, ja, ich hab nicht ans Verhüten gedacht. Boah, die hat also wirklich, ne, wahnsinnige Brüste. Ich bin so ein Typ, ich stehe auf Brüste. Ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich weiß zum Beispiel, Wollo ist ist eher so der Typ, der nicht so auf Brüste abfährt. So, das ist ja auch total legitim. Also ich finde, ich kenne auch sehr viel andere gute Sachen an einer Frau, die man mögen kann. Ja, das ist jetzt, ich bin nicht nur brustfixiert, wobei... Weißt du, mich kannst dann, setz mich an eine Frau, ich kann eigentlich, man kann einer Frau, kann ich da überhaupt so drüber reden? Du kannst einer Frau, ne, da könnte ich mich dran tot spielen. Also, setz mich mit einer Frau in den Raum und ich halte das bestimmt 3 Jahre aus, einfach nur, wenn ich an der Frau rumspielen darf, das würde mir reichen als Beschäftigung, um ein ausgeglichener Mensch zu sein, ja. Es ist einfach,
Das ist ja ein Kompliment, ja. Ich möchte gerne, dass es von den Frauen hier als Kompliment aufgenommen wird. Nein, aber... Nein! Oh, ja, genau. Auf jeden Fall, boah, krass, ey. Und die saß mir halt genau gegenüber und ich dachte mir so die ganze Zeit, guck nicht so dahin, das ist voll peinlich. Und, ja. Ich glaube, die hat auch gemerkt, dass ich ein wenig begeistert von ihr war. Oder was heißt begeistert? Ich glaube, sie hat gemerkt, dass ich sie öfters mal angeguckt habe. Weil, na, ich denke mal, sie hat sich bestimmt geschmeichelt gefühlt. Ja, natürlich, ne, wenn so ein gut aussehender, attraktiver Kerl wie ich dich begafft, dann kann das natürlich nur ein Kompliment sein. Gibt's hier irgendwas oder mache ich hier das gerade für die Katz? Für die Katz, das habe ich auch bei Wollo in einem Kommentar gelesen. Ja. Nicht, dass jetzt irgendeiner kommt. Also ich glaube, Wollo hat das auch in einem... Was ist? Hallo! Ich bin Baseball, Katzen, Mario, Hilfe. Das ist eigentlich schlimm. Ja, genau. Fick dich! Okay, lass es einfach. Oh, du bist aber süß. Ja, und wirklich. Boah. Wahnsinnig. Da weißt du mal wieder, was eigentlich. Da sieht man auch mal wieder, was Gott auch einfach Gutes gemacht hat. Ne? Ich finde ja, Frauen sind die besseren Menschen. Das muss man einfach so knallhart sagen. Ich weiß nicht so genau, wo ich hierher gehen soll, weil ich Angst habe, irgendwas zu verpassen. Ich will nichts verpassen. Frauen sind die besseren Menschen. Ja, das kann man durchaus so sagen. Ganz im Ernst. Ah, man soll ja nie sagen und so von wegen, ne, schwul werden und so. Aber ich könnte niemals in meinem Leben darauf verzichten, ne. Es gibt einfach so eine Ebene, das kannst du mit einem Kerl nicht. Egal wie sehr ich einen Kerl mögen würde, ich könnte niemals, nee, ich bin mir da recht sicher. Und, es wäre einfach so, nee, krass. Ich mag Frauen, ja, und, ich muss mal wieder ein bisschen mehr leben. Ich bin auch so jung. Ich muss doch was erleben in meinem Leben. Oder so ähnlich. Ah, das bedeutet natürlich auch, ich muss mal wieder ein wenig, ne, an mir arbeiten und meinen Körper stählern und so. Und damit man auch, ne. Wie sagte Peter Fox schon, durchtrainiert, ne. Hier alles neu. Peter Fox 2.0. Ja, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Muss ich mich mal wieder ransetzen. Was habe ich getan? Schokobons gegessen heute. Wenn wir schon mal beim Thema sind. Ja, natürlich. Natürlich. Hatte ich noch von gestern. Ich habe mir gestern einen richtigen Louis gemacht, ey. Einen richtigen. Also ich brauchte gestern... Ich brauchte gestern einfach mal so einen Tag, wo ich einfach einen richtigen Louis gemacht habe. Weißt du, so einen richtigen Abfuckertag. Rauchen, trinken, masturbieren. Einfach nur so vor dich hin vegetieren mit allem, was dazugehört, ja. Das war jetzt. Das ist übrigens, ich entertaine gerade, ne? Es ist nicht alles wörtlich zu nehmen. Ich habe gestern nämlich nicht masturbiert. Masturbieren sich Männer überhaupt? Weiß ich nicht. Oder sagt man das nicht nur bei Frauen? Bei Männern ist es. Oder ist es bei Frauen was anderes? Ah, ich weiß nicht. Achso, ich bin doch Katzen-Mario. Oh, Geld. Ja, kannst du bitte da runtergehen? Jetzt habe ich das doofe Gefühl, etwas zu verpassen. Ist hier was? Kann ich euch von hinten töten? Ich bin so behindert. Ach, hier kann man herkommen. Was denn? Ich dachte, so kann man das... Egal. Was ist das denn? Muss ich hier irgendwas machen? Ist irgendwie auf Zeit oder so? Okay. Ja. Das war jetzt ein bisschen random, aber naja. Egal. Ach ja. Leute. Der Cornel, der ist momentan in der heißen Phase seines Lebens. Kann ich euch sagen. Das ist der Wahnsinn. Der Cornel ist momentan in der ganz heißen Phase seines Lebens. Es wird sich vieles entscheiden in den nächsten Wochen und Monaten, meine Damen und Herren. Ja, Mann. Ich habe Lust. Ich habe unbändige Lust auf alles. Ich habe Lust auf Erfolg und Lust auf Wissen und Lust auf mich und
Ach, geil, ey. Ich habe richtig Lust. Ja, habe ich wirklich. Wird natürlich alles nicht funktionieren und ich werde dann wieder tiefendepressiv da hocken als Nichtsnutz, ne? Aber naja. Man kann ja noch träumen und ich träume davon, dass es jetzt richtig losgeht, ja. Das Leben mal wieder richtig genießen nach allen seinen Hilfe. Nach all seinen wunderbaren Seiten, ja. Ja. Und mal wieder richtig gesund werden, damit ich hier auch vernünftig reden kann, ohne mich die ganze Zeit konzentrieren zu müssen, nicht zu husten. Aber es hat diesen Part sehr gut geklappt. Boah, und kaum redest du darüber, musst du... Ich hatte jetzt... Egal. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen, auch wenn ich ein bisschen Scheiße gelabert habe. Aber ihr kennt mich ja nicht anders. Und alle, die mich nicht kennen, ja, es war schön, dass ihr auf meinem Kanal wart. Tschüss und bis dann, euer Kornel.